So, dieser nette junge Mann, der gerade am Stückchen kaut. Ein zauberhaftes, feengleiches Wesen. Ich gebe zu, ich dachte tatsächlich zuerst, es wäre eine Hündin, bis ich gemerkt habe, ups, ist hier ein Junge. Also können wir den Namen Fee, den ich für sie, beziehungsweise ihn hier nehmen wollte, nicht verwenden. Aber ein ganz bezauberndes, ganz zartes Wesen. Extrem liebebedürftig, schmusig, drückt sich an einen, kommt mit allen anderen Hunden klar. Übrigens, das ist der Bluto. Und für das tolle Wesen, total lieb, wie gesagt, total lieb mit anderen Hunden. Vorsichtig, auf alle Fälle, vorsichtig, ein bisschen zurückhaltend anfangen und dann aber kriecht er am liebsten in einen rein. Zuckerstückchen, das ist der Bluto. Das hier, das ist die Isi und das ist eine Husky-Hündin. Da sind wir auch noch den Namen am Überlegen. Ich zeige euch mal noch die, ach genau, das ist ein Husky-Rüde, der gerade gekommen ist. Da sind wir auch noch den Namen am Überlegen. Ich zeige euch mal noch die anderen, wen es noch so gibt. Schätzchen. Genau, das ist der Quim. Der Quim, der muss jetzt erstmal sabbeln. Genau, der Quim. Auch Zauberschnüsschen, eine Hündin. Und jetzt haben wir aber doch noch irgendeinen vergessen. Genau, das, die Schwarze heißt Usai. Die mit dem blauen Halsband, das ist die Isi. Mit dem blauen Halsband ein Mädchen, auch ein Mädchen. Und das ist diese tolle Fee, der ja eigentlich jetzt ein Rüde ist. Ne? Sonst hätten wir echt danach... Ups, jetzt wird es gerade unscharf, Leute. Ich weiß nicht, wieso. Okay, jetzt ist wieder scharf. Schätzchen. Die Huskies, das ist die Hündin, also der Rüde, sensationell im Verhalten. Alle sind ganz zauberhaft.